Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zu Loop Hero. Es ist eine neue Session und ich muss sagen, ich habe ein paar Runden gefarmt, wie versprochen Ende der letzten Folge. Danny hat noch nicht gesehen, wie viel. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Nee, weil während Josh farmt, hat Danny heute den ganzen Tag gemalt. Ich sag immer so, ich hatte Bock. Bock gehabt, das Zeug zu bauen. Sehr gut. Ja, das heißt, es ist. Okay, guck mal unten rechts jetzt hier. Ja, ich sehe das doch. Wir konnten uns letzte Mal, hatten wir nicht mal die 16 Steine zusammen. Jetzt haben wir 47. Wie viele Runden hast du denn gespielt? 4, 5, 6, 7? Mehr als ich, also bisher. Nein, ich erzähl gleich mehr schon davon. Aber wir haben jetzt massenweise Holz, massenweise Stein, Eisen. Das heißt, wir können uns die Gruft kaufen. Das heißt, wir können den Nekro. Muss die Gruft neben den. Warte, steht doch hier irgendwo. Goldene Karte Familiengruft. Wenn ein Archiv vorhanden ist. Ja, ein Archiv haben wir noch nicht. Ja, aber ich glaube, wir haben die Kohle dafür. Das ist der Friedhof, dann kommt hier also die Gruft hin. War nicht irgendwas mit dem Vorratslager noch? Weil ich so viel Oma sagt, hallo! Warte, wie hatten wir es jetzt? Wir tauschen die ganze Zeit. Ich bin jetzt gerade... Okay. Du bist auch interessiert. Was? Nicht jeder weiß zu schätzen, nicht jeder versteht es. Die Leute können dir nicht nur mit ihren Stimmen dienen, sondern auch mit den Knochen, Schwertern, Bögen. Das ist unser Ziel dieser Folge. Und sie sind nicht bösartig, solange du sie nicht fürchtest. Du hast recht, ich brauche nur eine Hand zu heben und, Moment mal, etwas derartiges habe ich noch nie getan, falls ich mich richtig erinnere. Die Kunst bringt sich von selbst bei, oft durch Bücher oder Worte oder Mauern und Steine in deinem Fall. Das ist eine ungewöhnliche Methode. Okay, wir können jetzt entweder halt noch ein bisschen was aufwerten oder noch was Neues, noch was kaufen. Ich glaube, ich hätte gerne noch das Vorratsdepot. Ja, gönn dir. Das habe ich noch nie gebaut. Aber wie viel du Platz hast. So, ein Experte wird all die seltsamen Dinge, die du auf deinem Weg findest, gern identifizieren und an die Leute weitergeben, die sie am dringendsten brauchen. Und so, da gibt es die Funktion Ausstatten. Ab sofort kannst du nützliche Artefakte für die Leute finden. Du kannst Objekte herstellen, sofern du die nötigen Gebäude besitzt. Und es gibt die Karte Ruinen. Na dann, kauf es. Ich würde es jetzt mal hier hintersetzen. Ja, balla. Gute Neuigkeiten. Wir haben eine Liste von Sachen erstellt, die wir brauchen. Ich will nicht behaupten, alles sei unbedingt notwendig, aber es würde unser Leben ein Stück weit verbessern. Wir können nicht weiter von Boden essen, während das Essen ebenfalls der Boden ist. Und dann schlafen wir auch noch auf demselben, du weißt schon, Boden. Ich übertreibe natürlich, will dir nur den Gedanken vermitteln, falls du auf ein gutes Möbelstück stößt, ein Instrument oder irgendwas Nützliches. Merk dir den Ort und bring einen Wagen dorthin. Wir sorgen dafür, dass deine Funde zur richtigen Person kommen. Ich bin ja gespannt, was wir jetzt wirklich finden werden. Aha. Okay. Wir finden Objekte, die kommen dann hier rein wahrscheinlich, wenn man hier hin drückt. Ja sieht so aus, genau. Ne? Mhm. Okay, und herstellen? Ah, umformen oder? Nee. Achso. Was? Zufälliges Objekt erstellen. Achso, aus diesem hier wird irgendwas erstellt. Soll ich mal einmal machen, nur so zum Test? 2 und 5. Ja, das wirst du mal gesehen haben. Ah, Schuhnägel, die findet man auch in dem. Warte mal, was erstellt noch? Tooltip, Angreifer erhalten nach jedem Treffer einen Schaden. Ich glaube, jetzt kann man Ausstatten drücken. Und ich weiß nicht, die kommen hier rein. Jetzt können wir die da reinsetzen. Okay, das sind also Perks, und jetzt die dauerhaft freischaltest für jeden Run. Ja, du findest solche Sachen aber auch in den Runs. Okay, dann checken wir erstmal jetzt gleich einen Run ab, ob wir da nicht was... Willst du irgendwas aufwerten? Willst du noch was kaufen, Jenny? Du hast Material. Ohne Ende. Ja, ohne ich Ende. Überlege Gönn gerade, dir mal was. Was wir machen können. Wir können erstmal gucken, ob wir was können. Theoretisch könnten wir noch Zeug bauen. Jetzt, du kannst shoppen nach Herzenslust. Oh, wir könnten sogar noch das Archiv bauen. Dann hätten wir die Karte in der Gruft auch freigeschaltet, glaube ich. Ja. Da gab es die. Was? Geh nochmal auf die Gruft. Die Karte Familiengruft. Was immer die heißt. Aber ist natürlich cool. Dann mach es. Schaltet die Enzyklopädie frei. Schaltet die Karten Wüste und Sand frei. Oh ja, frei. Das ist Schaltet die Fähigkeiten frei, dem Stapel goldene Karten hinzuzufügen. Du das wollen wir. Da stand ja nicht, dass es irgendwo speziell muss, ne? Ne, habe ich nicht gelesen, ne. Dann würde ich es einfach hier oben hinterbauen. Also gut, wir konnten Folgendes in Erfahrung bringen. Die Welt besteht während eines relativ kurzen Zeitraums aus Dunkelheit und Fragmenten deiner Erinnerung. Nichts ist stabil. Doch, so ganz stimmt das nicht. Es gibt einige Schlüsselerinnerungen, die alles drastisch verändern. Indem wir deine Expedition protokollieren, fügen wir Teile des Bildes zusammen.
wäre wesentlich leichter, wenn nicht alles so formlos wäre. Denk daran, Wissen ist unbezahlbar, also vergiss nicht, es zu teilen. Wir entscheiden gemeinsam, wie wir es am besten nutzen. Das war sehr clever von dir. Ah, Enzyklopädie. Ah ja, und jetzt sehen wir hier Ödland, die ganzen Karten. Ah ja, okay. Und sehen, was uns noch so fehlt. Ich klicke mal nur hier so durch, die Feinde. Scroll mal runter, wie viel da noch fehlt. Okay, ein bisschen was. Oh, Bosse. 6 Bosse insgesamt. Ah, alles klar. Ich mache mal so, was vor, so, damit das... Oh nö, das kannst du am Off machen. Aber das nervt doch. Mach es im Off. Aber ich will wenigstens gucken, was es hier so gibt. Es, okay. Ja, weil nicht... Hier, das sind die Sachen, die wir einsammeln können. Da fehlt uns scheinbar nur eins, was wir noch nicht entdeckt haben. Interessant. Und das sind die Möbelstücke. Ah, okay, cool. Alles klar. So, ich würde, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt... Noch was bauen würde ich, glaube ich, noch nicht. Ja, vielleicht heben wir uns mal noch ein bisschen was auf jetzt. Genau. Guck mal jetzt zum Beispiel die Schmelze. Später brauchen wir auf jeden Fall noch den Bauernhof, das weiß ich. Aber ja. Ich würde es auch erstmal so lassen. Und jetzt, ja, wir haben jetzt gucken, eine Menge investiert. Jetzt können wir hier erstmal unsere Karten anbauen. Ja. Also ich weiß, die Wiese ist nicht so geil, aber die Wüste ist geil. Was macht denn die Wüste? Senkt die TP jeder Kreatur, okay. Ja. Okay. Genau, und die sind cool. Dann haben wir Ruinen. Gewähren beim Besuch eine zufällige Ressourcenschärfe, bringen alle 2 Tage einen Flemmwurm hervor. Ich will einfach schon wissen, was eigentlich. Also wir wollen sie ja sehen, ne? Dann tauschen wir mal den Sumpf gegen die Ruine. Dann haben wir noch die goldene Familie. Ach nee, guck mal, wir können jetzt auch mehr mitnehmen. Die wollen wir natürlich mitnehmen, weil die bestimmt ja, cool ist. 3+3 TP für jeden getöteten Gegner mit einer Seele. Beseitigt TP-Bonus von Rüstungen. Das ist sehr schlecht. Aber gewährt nach dem Tod des Helden eine Auferstehung. Das ist schon ziemlich geil. Okay, nehmen wir mit. Schmeißen wir irgendwas raus dafür? Ja, vergessen fanden wir gut, ne? Schatzkammer ist nicht verkehrt. Friedhof ist cool, weil wir brauchen ja diese Erinnerungen, die da droppen. Dorf ist gut. Wir könnten ja, findet die Dorf den Sumpf zum Beispiel rauswerfen. Ja, mach das mal. Das der Blutschein ist geil, weil wegen dem Hain, die brauchen wir nicht. Vampirschuss ist auch geil, ich würde den Rest zu lassen. Hatte ich jetzt auch so in meinen Runs quasi. Ja, dann lass mal reingehen. Bestätigen, dann spielen wir mit dem Necromancer mal. Ja, natürlich. Also, wofür habe ich heute... Aber machen wir dann gleich einen zweiten Boss. Ja, natürlich! Okay. All in. Aber was steht denn da? Ja, zu spät. Haben wir doch schon letzte Folge gelesen. Was der Necromancer macht? Nee. Nee, aber das können wir uns doch hier jetzt angucken. Oh, da stand aber... Jenny, ey. Was? Es gibt halt alles. Nein, okay. Ich möchte das hier entdecken, was man hier so anlegen kann. Aber da steht doch, da stand noch essentielle Infos, wie der Necromancer funktioniert. Tja, vielleicht weiß ich das ja schon. Ja? Ja. Ja, okay, ja, dann. Genau, er hat ganz andere Fähigkeiten. Man sieht mal, er kann halt zum Beispiel diese Sachen nicht anlegen. Ne? Auch ja, das geil. Nicht und auch das nicht. Ja, das ist die Kriegerstandardausrüstung, die wir geskillt. Scheiß. So, die Familiengruft haben wir jetzt schon in der Hand. Ja, baller die doch gleich mal. Baller ich mal in die Mitte. Weil ich glaube, die muss nirgendwo stehen, wenn ich das richtig sehe. Sieht so aus. Ja. Da macht sie sich auch gut. So, machen wir uns mal schneller. Okay, erstmal so, jetzt sieht man, er summons Skelette, die für uns kämpfen. Er selber kämpft also nicht. Mhm. Und es gibt, je nachdem, was wir hier einsammeln, werdet ihr dann sehen, es gibt verschiedene Werte. Mehr Skelette, bessere Skelette und so weiter. Kann er beschwören. Und die Skelette können von verschiedener Qualität sein. Wir brauchen eigentlich nur Ringe, ein Amulett und ein Buch. Und eine Kette. Das habe ich gerade gesagt. Magische TP. Ja. Magische TP sind magische Trefferpunkte. Also normale Trefferpunkte, nur magisch? Ja, ich würde sagen. Aber bezieht sich das auf unsere eigenen oder bezieht sich das... Das ist alles unsere Werte. Nee, bei Max TP minus 1 magische TP. Okay, machen wir erstmal weiter. Wir haben ein Buch. Genau, die Skelettstufe ist, glaube ich, so gemeint, dass, also maximal Skelette sind, wie viele Skelette kann ich beschwören? Mhm. Die Stufe der Skelette, je höher mein Skelett ist, desto stärker ist es. Okay. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Wert, soweit ich das richtig verstanden habe. Ich habe nämlich ja, wie gesagt, schon mal jemandem zugeguckt. Beim Spielen. Selber auch noch nicht? Nee, selber auch noch nie gespielt. Okay, das ist schlechter. Was ist, haben wir hier gefunden? Die Ruine. Ja, die würde ich auch gleich mal bauen. Ja, ich würde alles erstmal. Ich habe nur überhaupt kein Gefühl davon, wie gefährlich die Sachen sind, die neuen, ne? Weil nein, das ist alles mal zu hier. Also das Vampirschloss wollen wir irgendwo hinstellen, wo auch ein Dorf ist. Wir könnten hier so ein Hain bauen, dann ist da das Dorf da. Ja, so ist auch mal gemacht jetzt. Dann haben wir hier noch ein Buch gefunden, die sind gleich gut, okay. Oh Gott, das ist ja komplett umdenken jetzt. Was ich noch nicht weiß, ist, ob man die Geschwindigkeit erhöhen kann, wie schnell wir die Skelette rufen. Das habe ich noch nicht rausgefunden beim Zugucken.
Ja, es hängt ja letztendlich immer von den Objekten ab, ne? Ja, aber ich sehe hier nirgendwo, ob es einen Wert dafür gibt. Aber wenn man zwei Ringe tragen, das finde ich sehr praktisch. Boom. Ich liebe das, ich finde das sieht so cool aus. Der selber hat halt nicht viel Leben, ne? Ja, deshalb, das versuche ich gerade noch zu verstehen. Halt, das ist doch dasselbe. Wieso zeigt er nicht gleich? Whatever. Ja, hat er nicht. Naja, die gehen erst. Ah ja, das ist gut. Beschwörungskunst ist irgendwie die. Ach, warte. Ich muss kurz überlegen. Das, ich habe mir das zusammengereimt, letztes Mal, als ich zugeguckt habe. Ja, das hätte bestimmt noch da gestanden. Nein, das steht da nicht. Das steht da nicht. Deswegen habe ich mit meinem Kumpel ja auch schon drüber diskutiert. Ich habe es nachgelesen. Okay, was haben wir an Werten? Also wir machen mal kurz Stopp, weil es sind, glaube ich, alle, die man haben kann. Also, man hat Schaden. Schaden ist aber unser eigener. Das machen wir, glaube ich, oder? Und nicht unsere Skelette. Max TP sind wir. Ja, wir haben wenig Max TP. Magische TP checke ich nicht. Ich glaube, das ist das, mit dem wir zaubern. Also, es ist der Zauberschaden. Gibt es doch auch auf den normalen. Auch der Warrior hatte doch auch Magie-TP. Der hatte auch manchmal, manche Items hatten Magieschaden. Magieschaden, aber nicht magische TP. Das hat mich verwirrt. Okay, Max Skelette ist klar, Beschwörungskunst. Kann halt wirklich heißen, dass es dann schneller geht. Skelettstufe genau, ist eine Art Level des Skeletts. Richtig. Und was es kann, habe ich gelesen. Regeneration ist unsere eigene Regeneration. Ja, ausreichend klar. Und Gegenschaden ist eigentlich Konto. Ja, genau. Wir machen doch dieses, das sieht aus wie so ein blaues Halbkreisschild. Das ist das. Na dann, weiter geht's. Ich gucke erstmal, was wir hier so eingesammelt haben. Magische TP, das ist schon mal besser. Was ist das? Ja, ganz am Anfang, ganz ehrlich, soll leider noch was. Sei nicht ungeduldig hier. Das ist das Problem, dass ich jetzt selber ein paar Runden gespielt habe. Naja, und dann fängt er an zu nörgeln. Und dann fängt er mit der nörgelig, ja. Aber du hast ja schon in unserem letzten Run gesehen, dass man hier schon von Anfang an gucken muss, weil man nicht in den ersten drei Runden die Hälfte seines Lebens verlieren darf. Ja, aber ich habe morgen zum Beispiel. Gut, die Runden sind dann auch nicht alle gut ausgegangen, aber. Ich habe, also was ich gemacht habe, war, ich habe wirklich nur den ersten Dungeon quasi, das erste Level gefarmt. Und da ausprobiert. Senkt. Ich guck mal kurz, ob das das macht. Das dasselbe? Senken. Sinken die TP jeder Kreatur um 1% und die A um 0,5%. Das ist quasi das aufgewertete. Ups. Dann bauen wir das doch mal hier außenrum. Ja, und dann? Was hast du denn festgestellt? Das ist ja relativ easy. Ich habe nebenbei so ein bisschen Haushalt gemacht. Ja. Aber wir haben hier schon die. Wobei, das, also es war jetzt auch kein Selbstläufer. Also ich habe, also von den Runs, die ich gemacht habe, habe ich glaube ich dreimal, glaube ich, den Boss gekillt. Der Dorf oben. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie, kriegen sehr auf den Sack, ja, wenn wir. Das ist ein Experimentierrun. Wenn wir hier Ghule bauen, weiß ich noch nicht, ob die uns nicht einfach niedermetzeln. Ja, jetzt sind diese Würmer gespawnt hier. Was macht ihr? Fernkämpfer nimmt an Kämpfen und auf angrenzenden Feldern teil. Interessant. Die kommen aus den Ruinen. Neues Element quasi. Genau. Die sind dann immer am Start. Ja, nur. Du kannst sie aber selber, glaube ich, noch nicht angreifen, ne? Jetzt kann ich sie angreifen, ja. Das heißt, es ist voll wichtig, die Dinger möglichst isoliert wahrscheinlich zu haben. Ja, und nicht an einem Vampir oder so zu bauen. Mhm. Jetzt hast du die immer aus der Ferne raufhaltend. Justin. Genau. Es gibt aber, soweit ich das in einem Let's Play gesehen habe, auch Sachen von uns, die sowas können. Mhm. Ah, das ist auf jeden Fall besser. Das sehe ich so ein bisschen an, wir haben noch keinen. Den würde ich, genau. Ist ja ganz schön, ne? Sonst würde ich ihn hierhin spielen, aber dafür füllt uns noch der Hain. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe zwei, dreimal durch den Boss besiegt. Ein, zweimal bin ich einfach vorher nach Hause gegangen, weil ich wirklich dann aber auch merkte, krass, ist ganz alleine. Von ganz alleine läuft das Spiel dann doch noch nicht, auch wenn man schon jetzt viele Gebäude hat und sowas und generell alles irgendwie ein bisschen aufgewertet ist. Natürlich ist es deutlich leichter mittlerweile geworden. Auch mit den Fähigkeiten. Aber nee, wenn du nichts Gutes findest, hast du halt so kein Selbstläufer, ne. Und einmal bin ich auch fast gewiped, da bin ich, musste ich dann auch mit 60% raus. Ich habe halt noch keine Erfahrung, ob Beschwörkunst, also soweit ich weiß, ist der wichtigste Wert die Skelettstufe. Mhm.
Weil wenn die von euch hier... Oh, guck mal, der ist ein anderer als der. Der macht... Okay. Das sieht aus wie ein Rogue. Der macht ja so... Das sieht aus dem nächsten Level eigentlich aus. Es gibt einen Krieger, einen Rogue und einen Archer bei den Skeletten. Okay, jetzt Härteprüfung. Ja, mal sehen, ob wir die bestehen. Ganz ungewohnt jetzt. Bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn mag. Weil er sehr passiv daherkommt. Oh, jetzt sitzt... Ah, guck mal, da ist ein Fetter. Wache, TP 23. Angriff 0, okay. Schaden 5,16, der ist auf jeden Fall besser als der davor. Boah, das tut es aber schon weh. Ah, der macht noch mehr Schaden. Mhm. Hat aber weniger TP. Aber ganz... Ja, vielleicht darf man nicht gleich und so viele... Ja, ja. Das war zu viel. Man krass. Hätte nicht gleich so stark gebauen dürfen. Die auferstehen? Oder... Kannst du ja, genau. Aber mal sehen, ob das was nützt. Ja, aber wir sind ja zum... Das ist ja, wir sind ja zum Kennenlernen der Klasse hier. Ich weiß, dass mein Kumpel gesagt hat, er hat immer alle neuen Klassen auch im ersten Dungeon probiert, weil die Feinde natürlich weniger können. Ja gut, das war jetzt vielleicht ein Schritt zu viel gewollt. Aber wir werden nochmal sterben. Ja, das sieht so aus. Ja. Ja. Ich kann den auch nicht einschätzen. Mag ich den? Finde ich den... Ich finde den eigentlich ziemlich cool. Er ist cool, aber ich verstehe ihn noch nicht so hundertprozentig. Das war ein Test. So, können wir gleich nochmal. Jetzt zeig aber einmal bitte, was da steht. Ich möchte mir das jetzt ganz in Ruhe durchlesen. Also, Nekromant. Der beschwört Skelette, die statt ihres Meisters kämpfen. Anzahl und Stärke der Skelette hängen von der Ausrüstung und den Fähigkeiten des Nekromanten ab. Okay. Und dann steht da das Angriffstempo. Dann hat er seine Klassenwerte. Aber es gibt auch keinen Tooltip, wenn ich jetzt auf Beschwörungskunst habe oder so. Nee, okay. Das habe ich mir im Internet deswegen mal durchgelesen. Beginnt mit Kriegerausrüstung, ist natürlich dumm. Ja. Naja, aber das ist, man findet ja relativ schnell Ausrüstung. Okay, aber bevor wir das jetzt quasi einfach exakt gleich wiederholen, woran sind wir denn jetzt gerade gescheitert? Zu viele, so eine Gruppe ist schlecht anscheinend, man muss erst ein Bild aufbauen. Yeah. Sind waren zu viele, das also haben wir so schnell. Also ein bisschen Slowstarter und die mehr verteilen. Ja. Also jetzt keine Ghule mit Vampir kombinieren oder sowas. Ja, würde ich wahrscheinlich schätzen, ja. Okay. Das war zu viel für den Anfang, man braucht wahrscheinlich erst ein Level ab. Ich guck mal nebenbei so ein bisschen, ob es Tipps gibt. Aber wollen wir nochmal den Zweier oder wollen wir erstmal im Einser testen? Was dir lieber ist. Ich glaube, ich würde einfach erstmal den leichteren Dungeon nehmen. Um rauszufinden, wie die Klasse geht's erstmal, um die Klasse zu überhaupt zu checken, ja. Ja. Das ist die Necromancer-Folge. So, dann bauen wir die Gruft, weil das hat ja funktioniert. Das darf man. Genau, das macht ja... Was macht ihr die noch gleich? Ja, dass wir wieder auferstehen können. Wenn die hat man scheinbar dann immer von Anfang an. Ja. Okay, gucken, ob ich hier ein paar Tipps rausziehen kann. Ich versuche jetzt nicht, na, ich gehe jetzt nicht so deep rein, weil ich finde, man will es auch so ein bisschen selber erarbeiten. Aber vielleicht gibt es so ein paar Grundlegendes. So, Unlocking haben wir schon. Zack. Genau, Loof Hero, Necromancer Basic, sowas wollte ich doch haben. Lies einfach erstmal, ich unterhalte uns so. Unterhalte hier mal ein bisschen. Und gucke mir an, was man hier so überhaupt hat, wenn man mal die Tasche auf. Irgendwie finde ich das eigentlich ganz angenehm, wenn man das sieht. Auch wenn es nicht sein muss. Ich weiß, dass man später das Startset ändern kann, aber ich finde das Startset ist jetzt auch nicht so entscheidend. Man findet ja, sieht man ja relativ schnell ein paar Items. So, schon mal besser. Skelettstufe ist nett, das ist schlechter. Was ist das? Oh, wir haben einen antiken Schrank gefunden. Geil. Als. Der macht sich bestimmt gut in unserem Wohnzimmer. Was ich hasse, ist, wenn man, es ist aber auch beim Schurken so, wenn man zwei Dinge tragen muss, muss man mal gucken, welcher ist welcher, so links, rechts, aber irgendwie finde ich, ist das ein bisschen nervig. Angriffstempo. Das zählt dann für unsere Skelette wahrscheinlich. So, wir bauen hier mal. Und wir bauen mal ein Dorf ohne irgendwie was anderes. Ich glaube, diese Magic TP ist unser Schild, was wir dann immer in jedem Fight haben. Ja, was? Und das hat man in jedem Fall neu. Ja. Wenn sich die TP quasi natürlich normal regenerieren muss. Das kann man schon mal wissen. Also der Necromancer ist quasi eine Glaskanone. Ja.
So. Erster Loop geschafft. Diese Dünen machen halt den Feind schwächer, finde ich eigentlich. Ja, so, ja, sie sagen ja auch, dass das Problem so ein bisschen natürlich die Horden sind. Also größere Gegnergruppen sind schwierig, wenn sich nämlich einer entscheidet, er geht jetzt mal auf dich, dann hast du halt ein Problem. So. Okay, das Skelett-Level ja. definiert Leben und Attack. Vom Skelett. Vom Skelett, genau. Genau. Das können wir schon festhalten. Das wusste ich auch. Genau, maximale Skelette ist obvious, die Anzahl der Skelette. Mhm. Genau, das gibt's auch. Da gehe ich jetzt aber nicht ins Detail, wovon die abhängt. Ich baue jetzt mal einen Vampir. Okay, jetzt komme ich nämlich zur Summon Quality. Das ist also unsere Beschwörungs... Wie hieß es hier in Deutsch? Beschwörungs-irgendwas, ne? Ja. Beschwerkunst oder so. Okay, das heißt... In English, simply put, every single time you summon a skeleton, there is a chance that it'll be a certain subtype. Also diese definiert quasi, welchen Typus man bekommt. Scheinbar. Richtig, und manche sind stärker als andere, hatte ich ja schon eben versucht zu zeigen. Ja. So eine Ruine. Ah, okay, also je höher diese dieser Beschwörungswert, desto höher die Chance, quasi stärkere Skeletttypen zu bekommen. Ja, genau. Und deswegen habe ich gelesen, es ist der wichtigste Wert. Mhm. Angeblich. Auch interessant, es gibt den Skelettwächter, nennen wir ihn mal jetzt zu dort. Der hat Priorität als Main-Target. Mhm. Genau, das ist der Tank. Die könnten sich jetzt, glaube ich, noch entscheiden, dass sie auf dich gehen. Mhm. Aber bei so einem Skelettwächter gehen die immer auf den scheinbar. Das ist der Tank. Okay, das macht es natürlich irrelevant. Das heißt, wenn man auf Beschwörungswert geht, geht man quasi eher auf Elite, ne? Oder es gibt quasi scheinbar zwei Wege, ihn dann zu spielen, Masse oder Elite. Ja. Ne? So, wir können ja mal versuchen, auf Beschwörungswert zu gehen. Ja, das waren jetzt so die Basics. Ich will gar nicht, tiefer will ich gar nicht erstmal reingehen. Hier ist Skelettstufe. Welche Art? Das hat auch den oberen Slot. Hat aber, das ist besser. Ja, ein bisschen so, Reck. Ja. Ich glaube, Reck ist für uns gar nicht mehr so relevant, weil ich glaube, sobald wir anfangen, auf die Fresse zu kriegen, ist eh schlecht. Dann hilft uns auch der Reck halt nicht mehr. Also wir müssen einfach von vornherein es vermeiden, überhaupt Schaden zu nehmen. So, Friedhof wollen wir aber auch bauen. Was haben wir hier? Viel bessere Skelettstufe. Auch Reck ist ein bisschen zwar schlechter, aber Schwerkunst ist richtig hoch. Hm. Geil. Schwerkunst haben wir schon 23. Guck mal, da siehst du unser Schild. Das blaue. Mhm. Ja, und ich glaube, das waren, wie gesagt, diese magischen TP. Also die 63. So, stopp, ausweichen. Ah, die sind, wir haben denselben Ring angelegt, okay. Und der hier ist auch besser. Ausweichen haben wir auch relativ viel, was ja auch nicht schlecht ist. Ich würde gerne einen Friedhof noch bauen. Bist du damit d'accord? Vielleicht hier so vor dem Dorf. Ah, interessanter Tipp, was ich ja auch noch gerade lese. Also diese Wüste und so weiter, ne? Mhm. Also Wüsten und Sanddünen, die senken ja die TP, ne? Das scheint uns auch zu betreffen. Aber es wirkt sich nicht auf magische TP aus. Mhm. Deswegen hatten wir vorhin, glaube ich, auch kurz am Anfang mal minus 1. Ja, weil... Weil eine Sanddüne, glaube ich, gebaut hattest. Ja. Angriffstempo. Verteidigung und Skelette. Ich würde jetzt erstmal... Oh, Angriffstempo 16%. Das betrifft ja wahrscheinlich unsere... Betrifft es unsere Skelette oder uns? Uns wahrscheinlich. Wir machen ja auch irgendwie was. Ich glaube mal, das ist nicht ganz so wichtig wie der Rest. Ich würde das außer Acht lassen, glaube ich. Wenn wir wirklich uns... Wohl eher dann fokussieren auf unsere Skelette. Naja,
Interessanterweise wird hier abgeraten von den Bergen. Okay. Weil die erhöhen doch theoretisch. Aber auch unser Leben. Ja, aber es geht quasi, du erhöhst Leben und verringert, also die gehen, widersprechen sich ja diese Karten. Ah, weil die TP der Berge auch für alles gilt, das steht nirgendwo. Nee, aber du reduzierst sie automatisch ja auch wieder mit dem, was du baust. Ja, das stimmt. Du erhöhst und reduzierst dann. Also es ist, ich lese. Aber ich dachte, warte, ganz kurz. Ich verstehe das, aber ich dachte, die TP von der Kreatur wird gesenkt. Steht ja hier. Genau, jeder da. Kreatur. Berge beziehen sich nur auf dich. Genau, und ich dachte, aber das senkt die TP der Gegner, aber uns gibt es wieder ein bisschen was zurück, was sich dann ausgleicht und plus minus null macht. Ja, ich lese nur, was sie hier schreiben, das ist quasi. Müsste man mal überlegen. Könnt ihr auch gerne eure Meinung zu abgeben. Aber es ist doch schon so, dass es für uns trotzdem einen positiven Effekt jetzt macht. Nämlich wir kriegen wieder TP dazu. Anstatt nur TP zu verlieren. Ja, klar. Die Gegner nicht. Das würdest du immer weiter einbüßen, ne? Ja. Ja. Also ich weiß aber, was die meinen. Mhm. Wenn man später ein kleines Deck spielt, ist das natürlich Trash, der raus kann, ne? Mhm. Ja. Kann man überlegen. Aber ich dachte, am Anfang ist vielleicht ziemlich beschissen, mit nur 150 TP zu spielen. Maximal Skelette plus 1. Wollen wir. Maximal Skelette 3 finde ich eigentlich trotzdem gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, machen wir. Ich überlege, was ich ausweichen. Skelettstufe, ich würde den rechten wechseln. Ja. Boah, ausweichen auch die Frage, ne? Ich glaube, alles, was sich auf uns bezieht, ist gar nicht so wichtig. Ja. Sondern eher, was sich auf die Skelette. Ja, ich habe das nicht mit Absicht so hoch. Das ist einfach durch die Sachen, was haben wir hier? Mhm. Regeneration ausweichen, Beschwörkunst plus 24. Ja. Alter, der ist richtig der gut. Ist gut. Den würde ich für den linken nehmen. So, zack. Mhm. Das ist dann mit 3 Skelette mit wahrscheinlich höherer Qualität. Ja. Genau. Das ist der Krieger, der hat jetzt 18,34 Schaden. Wenn ich das gerade, es kann sein, dass ich es gelesen habe. Genau, hier steht Summoning Speed is based directly on Attack Speed. Also je mehr Attack Speed wir haben, desto schneller beschwören wir neue Skelette. Mhm. Ja, ich würde es andere lassen. Beschwerkunst ist besser als. Das finde ich ja 1%, finde ich jetzt mal ganz schön saftig. No. Juhu, Level up. Was können wir hier? Wir können Fallspieler, das kennen wir schon. Chancekarten zu behalten. Wir haben abgelegtes Leben. Jeder vom Held erlittene direkte Schaden wird gleichmäßig zwischen ihn und dem Skeletten aufgeteilt. Das ist ziemlich cool. Weil das heißt, unser Schaden auf uns selber wird verringert, was ja auch immer gut ist, wenn sie uns dann angreifen. Landvermesser ist mehr TP für jedes. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, genau, ich glaube alles. Ich würde das nehmen in der Mitte. Ja. Was ganz. Boah, Verteidigung angesichts Beschwörkunst, das ist auch ziemlich gut. Saftig. Muss immer Pause drücken. 72% Beschwörkunst. Ja. Quality, was haben wir jetzt? Wir können mal drauf achten, was wir so. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Verbündetes Skelett ist es, oder? Boah, die ballern uns ganz schön weg, ne? Ja, das ist halt wieder eine Gruppe, ne? Ja, Gruppen. Aber die Gruppen passieren halt automatisch. Ah, da ist ein Dicker. Ja. Der hat, siehst du, der ist Tank. So, ja, wir kriegen halt nicht. Boah, das ist so ein Skill. Das Problem ist, die Skelette fokussen halt nicht einen, wie du siehst, sondern mal den, mal den, mal den. Ja, dem alle jetzt so ein bisschen mehr. Das heißt, wir sterben jetzt. Ja, Auferstehung. Ja, würde ich auch sagen, wenn wir das können, dann machen wir das mal. Aber wir waren eben noch voll, ne? Ja, das ist super interessant, wie schnell das. Und ich meine, die Gruppe hat sich durch Zufall ergeben. Die Harp hier ist von dem Berg gekommen, der Blub ist gespawnt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir hier was gebaut hätten, was so viel verursacht hat. Krass, wir sind ja komplett chancenlos gegen so eine. Das ist jetzt auch keine große, also starke Gruppe, ne? Gefühlt sind wir ganz gut eigentlich. Und unser Tigerschrank ist natürlich weg. Oh nein. Interesting, okay, das war. Da müssen wir noch ein bisschen. Also einerseits. Wobei, waren wir jetzt im 1er oder 2er Dungeon? Im 1er. Krass. Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen reingehen in uns. Oder wir bleiben doch erstmal beim Krieger, bei dem, was wir kennen. An dieser Stelle sind auf jeden Fall Tipps und Tricks zum Necromancer ganz herzlich willkommen. Kann man schon absehen, wo die nächste Klasse kommt? Die ist schon da. Es gibt nur 3 Klassen. Hier, Zugflucht. Ah, der Rogue. Den könnte man dann auch ausprobieren. Den probieren wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, den zeigen wir euch in der nächsten Folge, einfach weil das eine gute
Storytelling. Ja, dann, weil dann machen wir es doch so, dann könnt ihr uns jetzt Tipps und Eindrücke zum Necromancer geben, wenn ihr habt. Wir testen nächste Folge den Rogue mal an. Ja. Und wenn er uns richtig geil gefällt, versuchen wir damit quasi den Zweierboss zu machen. Genau, aber wir zeigen den euch wahrscheinlich auch erst im ersten und dann machen wir den zweiten. Wir machen es einfach andersrum. Im nächsten. Okay. Sehr gut, dann bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Mach's gut. Tschüss. Ciao.